Heute möchte ich mal über alle aktuellen Rumors reden, die wir im Januar 2024 bekommen werden. Höchstwahrscheinlich. Legen wir direkt los. Das erste Set wird die 75391 sein. Captain Rex Y-Wing Microfighter. Dieser Microfighter kostet 12,99 €, hat 99 Teile und enthält als Minifigur mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit aktuell den Captain Rex aus dem UCS Venator. Ich finde es äußerst interessant, dass Lego anscheinend auf die Rufe von der Community gehört hat und einen Captain Rex Y-Wing rausbringt. Allerdings geben die auch wieder so einen Mittelfinger auf die Community, indem die das Set einfach als Microfighter rausbringen. Keiner von uns hat in dieser Richtung nach einem Microfighter geschrien, sondern nach einem richtigen Y-Wing, wie wir ihn damals auch schon gesehen haben. Nur in Blau. Das wäre nicht so schwer gewesen, Lego, oder? Wie auch immer, jetzt ist es ein Microfighter geworden. Und was da draußen wahrscheinlich viele Minifiguren und Klonsammler in den Wahnsinn treiben wird, ist, dass einfach Captain Rex hier in einem 13-Euro teuren Set rauskommt. Ich meine, allein schon 13 Euro für einen Microfighter. Heilige Scheiße, allein. Das sind ca. 26 Billigtafeln Schokolade bei Netto. Das sind für mich einfach keine Preise mittlerweile mehr, die einem Microfighter gerecht werden. Und mit Captain Rex selber bin ich aktuell noch ein bisschen zwiegespalten, ob ich das jetzt gut finde oder negativ. Es ist natürlich eine schöne Chance für viele Leute, die sich Captain Rex gerne anschaffen möchten. Andererseits hat aber Lego angegeben, dass Captain Rex für den UCS Venator exklusiv ist. Und das wird damit wieder gebrochen, dieses Versprechen oder immerhin dieser Textauszug aus der Anleitung des UCS Venators. Da hat uns Lego anscheinend wieder belogen. Aber zugegebenermaßen, es ist ja nicht die beste Captain Rex Minifigur, die wir hier gesehen haben. Von daher ist es für mich sogar noch verkraftbar. Bei dem UCS Venator geht es mir sogar eigentlich nur um das Set und nicht um den Captain Rex selber. Als nächstes hätten wir die 75390. Es wird wieder ein Mech sein. Und diesmal ist es ein Mech von Luke Skywalker in seinem Piloten-Outfit. Der soll wie die anderen Mechs 15,99 € kosten. Und selbstverständlich wird in diesem Piloten-Luke-Mech auch eine Piloten-Luke-Minifigur dabei sein. Ich kann aber euch alle beruhigen, die den UCS X-Wing gekauft haben. Es wird nämlich wahrscheinlich nicht der Luke Skywalker aus dem UCS X-Wing sein, sondern es wird so eine abgewandelte Version sein. Ich denke mal, es wird so ein Standard Luke Skywalker im Piloten-Outfit, wie wir ihn auch schon in den letzten Jahren tausendmal gefühlt in jedem Set gesehen haben. Und ja, es ist ein Mech, okay, den wird sich wahrscheinlich doppelt und dreifach keiner kaufen, weil jeder schon so eine Figur hat. Von mir aus hätte Lego auch auf die ganzen Mechs verzichten können bisher und dafür das Geld von den Mechs oder von den Verarbeitungskosten her in die Minifiguren und Klone reinstecken hätte können. Wäre für mich auf jeden Fall eine sinnvollere Investition gewesen, als in diese verkackten Mechs, die tun Lego Star Wars nicht gut, sage ich ganz ehrlich. Als drittes hätten wir die 75374. Das Skeleton Crew Ship soll für 129,99 € auf den Markt kommen mit 1325 Teilen. Dieses Schiff soll auf einer Serie basieren, also Skeleton Crew, was bisher von Disney noch nicht erschienen ist. Deswegen kann ich euch dazu auch aktuell noch überhaupt nichts sagen. Ich kenne keine einzige Figur, die da drin vorkommen soll, geschweige denn welchen Story Arc das jetzt irgendwie behandelt. Also ich kann euch nur die Daten geben, die ich jetzt hier genannt habe. Machen wir mal mit dem vierten weiter. Das ist die 75386, der Mandalorian Bunker für 39,99 €. Er soll 289 Teile haben und in dem Set selber soll, Achtung, Moff Gideon mit dem neuen Helm sein aus The Mandalorian Staffel 3. Dann zwei Praetorian Wachen und eine Paz Vizsla Minifigur. 39,99 € hört sich für mich jetzt nach einem sehr, sehr fairen Preis an für so eine Mandalorian Bunker oder halt den Bunker auf Mandalore, diesen TIE Fighter Stützpunkt dort. Ich frage mich ernsthaft, wie die so einen Bunker umsetzen wollen. Ich vermute, es wird so eine Art aufklappbares Modell sein mit drei Wänden. An einer Wand werden wir wahrscheinlich noch so eine Panzertür haben und an der anderen Wand ja vielleicht ein paar Cargo-Boxen und noch eine Steuereinheit und eine Konsole. Vielleicht noch das ein oder andere Spinning-Feature. Aber sonderlich spektakulär wird das für 40 € auf jeden Fall nicht sein. So viel kann ich euch schon mal verraten. Es steht auch noch in den Sternen geschrieben, ob wir jetzt eine komplett neue Paz-Vizsla-Minifigur bekommen werden oder ob einfach die Paz-Vizsla-Minifigur von dem Schmieden-Set wiederverwendet wird. Zwei Praetorian-Wachen, die dabei sein sollen. Okay, wir haben jetzt Praetorian-Wachen schon gesehen. Ich bin sehr gespannt, ob die jetzt vielleicht neue Molds bekommen und auch neue Torso-Bezogungen oder ob Lego einfach nur wieder faul ist und das Ganze reused. Was Lego auch reusen könnte, wäre der Helm von Garth Saxon für den Helm für Moff Gideons neue Rüstung. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wie Moff Gideon dann herauskommen wird. Aber sonderlich hohe Ansprüche stelle ich an das Set tatsächlich eher weniger. Die fünfte Sache im Bunde ist das Set Nummer 75373, das Mandalorian Battle Pack, basierend auf Mandalorian Staffel 3. Ich finde, dieses Mandalorian Battle Pack macht sich wirklich richtig gut mit dem Mandalorian Bunker. Ich vermute, dass dieses Battle Pack auch so eine Art Ergänzungsset zu dem Bunker sein wird. Kosten wird das Ganze 19,99 €, kommt mit 108 Teilen, zwei imperialen Superkommandos, einem blauen Mandalorianer Krieger ohne spezifischen Namen und als viertes leider wieder eine benannte Minifigur. Lego, habt ihr nicht gelernt aus vorherigen Battle Packs? Es ist nicht gut, wenn man eine benannte Minifigur in einem Battle Pack macht. Das erzielt keine Gewinne.
auf jeden Fall keine richtig hohen Gewinne. Es wird nämlich sein Koska Reeves oder wie auch immer die ausgesprochen wird. Ich wette, ihr könnt euch unter die noch nicht mal ein wirkliches Bild machen, deswegen zeige ich euch mal hier ein Bild von ihr. Und ja, ich wusste auch nicht, wer das ist, bevor ich ein Bild davon gesehen habe. Die ist so irrelevant und trotzdem kommt die in dem Battlepack vor. Ja, gut, wenn die Rüstung ein bisschen standmäßig aussieht, kann man die bestimmt auch als Soldatin irgendwie durchgehen lassen. Dann sind es 4 unbenannte Charaktere. Was mich hierbei am meisten catcht tatsächlich, sind die 2 imperialen Superkommandos. Die haben ja ein sehr, sehr interessantes Rüstungsdesign. Ich könnte mir vorstellen, dass Lego für die Helme diese Death Trooper Helme wiederverwenden wird oder eventuell die ganz normalen Standard Mandalorian Helme anders beprinten wird. Vielleicht machen die auch einen komplett neuen Mold. Ich meine, in der Vergangenheit gab es das auch schon. Wir werden sehen. Ja, von allen Sets, die jetzt in der Januarwelle hier besprochen worden sind, freue ich mich tatsächlich auf dieses Battlepack auch schon am meisten, weil alles andere hört sich für mich irgendwie überhaupt nicht ansprechend an. Dann kursierten ja im Internet auch schon einige Gerüchte für die Augustwelle nächsten Jahres. Leider höre ich auch immer wieder aus verschiedenen Quellen, dass diese 3 Sets, die ich euch jetzt gleich nennen werde, fake sein werden oder fake sind, aber auch, dass die doch herauskommen könnten. Da ist das Internet gerade sehr, sehr unsicher als Quelle, deswegen nenne ich euch die 3 Sets ja mit einem gewissen Vorbehalt. Ich vermute persönlich selber, dass alle 3 Fakes sind, aber so eine kleine gewisse Restchance besteht ja immer. Das wäre als erstes Set für den August die Nummer 75388, ein Z95 Headhunter Fighter und in diesem Headhunter Starfighter soll einmal Commander Bly, ein 327. Trooper und ein Klonpilot vorkommen. Für mich ist tatsächlich von allen 3 Sets, die ich euch jetzt nenne, dieses Set das unwahrscheinlichste, weil dieses ganze Sternkorps mit 327, das haben wir nie wirklich in der Verbindung gesehen mit einem Headhunter, deswegen frage ich mich, warum sollte Lego das rausbringen? Und selbst wenn Lego einen Headhunter rausbringen würde, dann garantiert nicht für 40 Euro. Da würde mindestens 50, wenn nicht sogar 60 Euro für so ein Ding dann draufgehen von unserem Geld. Nichtsdestotrotz, es wäre cool, ist aber leider sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Dann als zweites hätten wir die Nummer 75389, Brawn Star Destroyer oder auch Chimäre. 169 Euro, 1634 Teile in diesem Set enthalten sollen. Ezra, Thrawn, dann dieser Enoch oder Enarch und 2 Nachttruppen. Ich würde es auf jeden Fall sehr, sehr feiern, wenn dieser Sternzerstörer tatsächlich rauskommen würde. Halte es persönlich aber trotzdem leider für einen sehr, sehr großen Fake da draußen. Machen wir dann direkt der zweite. Es ist das Set Nummer 75399, ein Jedi-Tempel-Diorama für erstmal 159,99, was ich im Internet gefunden habe. Und in diesem Jedi-Tempel-Diorama soll Yaddle als Minifigur enthalten sein. Hört sich für mich sehr, 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 sehr unwahrscheinlich an. Lego ist mit den Diorama-Preisen echt sehr, sehr unverschämt bisher umgegangen, aber 159,99 klingt für mich doch sehr, 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 sehr unwahrscheinlich, selbst für Lego-Verhältnisse. Und so wie ich Lego bisher einschätze, glaube ich nicht, dass die uns einen Jedi-Tempel geben, obwohl es das ist, was wir eigentlich schon seit langem wollen. Wäre cool, aber unwahrscheinlich. Dann an sich, was ist jetzt mit den Rumors? Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welcher euch davon am besten bisher gefällt und was ihr euch aus der Januarwelle auf jeden Fall kaufen werdet. Ich bedanke mich fürs Ansehen, Freunde. Wir hören uns beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao.